Hallo und herzlich willkommen zu einem Podcast nach gefühlt 1000 Jahre und einer Minute Pause. Sind wir mal wieder da mit einem Podcast und heute mal ohne den Flo. Welch ein Wunder, der Saarland hat auch endlich mal die Klappe. Nein, heute ist ein Gast dabei und zwar der liebe Aceton. Hallöchen. Herzlich willkommen. Ja, der liebe Aceton ist von mir ein alter YouTube-Homie. Ich kenne ihn schon mehr als über ein Jahr. Dafür einmal Applaus. Und ja, er hat mich angeschrieben, weil er über The Crew 2 sprechen wollte, was ja auch bei uns auf dem Kanal als Let's Play kommt und bei ihm als Tipps und Tricks, Tipps und Tricks Videos. Ja, genau, so als Guide, man so Einstiegsprobleme hat, genau. Gerne mal reinschauen, Kanal und Video, oder beziehungsweise Playlist ist in der Info verlinkt und auch am Ende des Videos. Also wer noch nicht weiß, wie man die Kupplung tritt oder Gas gibt, schaut gerne mal bei ihm rein. Oh, danke schön. Bitte schön. Ja, dann fangen wir doch einfach mal an. Ganz einfach. Wie gefällt dir The Crew 2 jetzt nach knapp 2,5 Wochen? Also ich habe mehr als 50 Spielstunden. Also ich habe schon fast alles gesehen von der ganz kleinen Map in Anführungsstrichen. Also die ist ja gigantisch. Ja. Also das mir gefällt es sehr, sehr gut, weil man hat ja auch viel Abwechslung. Ne? Man hat ja Autos, verschiedene Arten sogar von Autos, so Hypercar, Drag Race. Man hat Boote, man hat kleine Boote, man hat Kunstflieger, man hat schnelle Flugzeuge. Also die Auswahl ist gigantisch und bis jetzt ist es noch nicht langweilig geworden. Das kann ich bestätigen. Also ich glaube, ich habe jetzt auch schon so um die 20 Stunden rein investiert und mir ist noch nicht langweilig. Gut, ich bin noch nicht komplett durch mit der Story, aber so langsam neigt sich das auch dem Ende bei mir. Ja, aber das ging eigentlich recht flott, muss ich sagen. Fand ich jetzt aber auch nicht schlimm, weil die Map ja auch extrem gut dafür einlädt, sie zu erkunden. Ne? Oh ja. Ich meine, ich muss zum Beispiel noch ein paar Easter Eggs suchen, die ich so gefunden habe. Ich werde jetzt mal nicht erwähnen. Oh, ich will ja keinen nee, spoilern. Aber nee. Es gibt so viel zu sehen, oder so viele Sachen, die ich noch suchen will, besuchen will. Und ja, was ich halt immer spannend finde, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, wenn ich zum Beispiel an einen Ort komme auf der Map und ich kenne den noch gar nicht aus irgendwelchen Filmen, Serien, sonstiges, habe ich immer das Verlangen, Wikipedia aufzumachen und danach zu suchen, um mal schauen, was drüber hinauszufinden. Ich habe das nur bei bekannten Sachen, wenn ich ehrlich bin. Ich gucke weder Serien noch Filme. Ja, okay. Ich gehöre vielleicht zu 1% der Menschheit, die so denkt, aber ich habe das nur bei bekannten Sachen. Ich dachte, woher kennt man das nochmal? Okay, das kommt mir bekannt vor. Woher? Und dann fange ich auch an zu googeln, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es gibt halt so ein paar abgefahrene Orte in den USA, die irgendwie optisch nicht da hineinpassen. Ich meine, es gibt... Okay, da war ich bis jetzt noch nicht. Es gibt zum Beispiel, das kann man ja mal sagen, das ist ja jetzt kein Geheimnis, bei den Jet-Sprint-Rennen, ich glaube im vorletzten oder so, da fährt man durch den Sumpf in der Nähe, glaube ich, von Miami oder so, die Everglades. Und da gibt es so komische graue Häuser, die so ein bisschen verfallen sind, die man auch durchfährt. Ja, habe ich schon mal gesehen. Ja, und die erinnern mich immer so als alten Dragon Ball Fan so an die Häuser auf Namek. Die schauen so ein bisschen aus, also wie diese Alien-Hütten, die es da gibt. Ja, ich habe noch nie Dragon Ball geguckt. Ja, da gibt es halt so komische Alien-Hütten und die schauen eben halt denen auf den ersten Blick sehr ähnlich. Ja. Ich habe leider noch nicht nachgeschaut, wie das Ding heißt, aber ich werde mich dann nochmal die Tage dran setzen. Weil da war ich beschäftigt, wie heißt sie denn? Die Sophia Blatt zu machen, die Chefin da von dem Akrobatik. Action, von den Akrobatik-Leuten, ja. Ja. Genau. Die fand ich sogar, wenn ich dort jetzt einfach mal spoilern darf, am einfachsten. Echt? Ich habe, glaube, 4 Versuche gebraucht, bis ich sie hatte im Endrennen. Weil ich mit dem blöden Monster Truck nicht umgehen kann. Ich finde den so indirekt von der Lenkung. Ein kleines Gefühl muss man dafür haben, das stimmt schon, ja. Also irgendwann habe ich halt in der vierten Runde habe ich dann die Monster Truck Passage irgendwie mehr oder weniger auswendig gekonnt und dann hat es geklappt. Welch ein Wunder. Ja. Auf welcher Plattform spielst du das? Ich spiele es jetzt auf der PlayStation 4.
Ah, okay, da hast du ja schon mal einen Controller. Da, also Genau. die Steuerung über Maus und Tastatur, die ist ja sowas von bescheiden, sage ich Stimmt, das habe jetzt ich ja mal. mitgekriegt von dir in die Beta-Videos von der ersten Klaus-Beta. Mit dem Flugzeug einfach fünfmal in den Central Park abgestürzt, dreimal den gleichen Baum und zweimal in den See, gefühlt. Ja, dann, bis ich dann rausgefunden habe, dass das nämlich die Shift-Taste auf der rechten Seite ist. Okay. Weil in der Einstellung stand nämlich Shift. Ich sage, Toll. alles klar, drücke ich. Nein, das ist die rechte Taste, Ja. rechte Shift-Taste. Ich dachte, Ja. das gibt's doch. Controller angeschlossen, zack, läuft es. Ja. Ja, wenn man so einen Xbox-Controller hat, dann schließt man den halt am PC an. Fertig. Genau, habe ich Das mir ist. nämlich in dem Moment auch gedacht. Ja, ich habe es mir bloß für die PlayStation geholt, um einmal eben mit dem Flo hier vom Kanal zusammenspielen zu können und weil ich da im Vergleich zur Xbox-Version auch online mit anderen Leuten zusammenspielen kann. Das hat Ja, nur was klar, mit der warum denn nicht, ne? Netzkompatibilität, Kompal, ach, mit der Netz, mit dem Netz zu tun, so, fertig. Ja. Ja, klar, würde ich dann auch machen. Also bei mir spielen die meisten halt auf PC. Ist ja dann Ja. klar, dass ich es mir dann auf PC hole. Ich muss aber dazu sagen, dass das sehr, sehr flüssig auf dem PC läuft. Gut, wir haben jetzt aber auch ab 60 FPS aufwärts haben wir eine Grenze drin, ne? Ja, gut. Aber trotzdem, also bis auf aufplöppende Autos, wenn du, sag mal, mit einem Hypercar über 400 km/h über die Autobahn bretterst, ist Ja, das schon gut. ärgerlich, wenn auf einmal vor dir so ein Auto aufplöppt, Ja, ne? gut, habe ich bei der PlayStation aber genauso. Aber da läuft es auch verhältnismäßig stabil. Und ich habe noch eine PlayStation 4 von der ersten Gen oder was heißt erste Generation, aber keine Pro oder so. Also eine ganz normale PlayStation 4. Und da läuft es Ja, immer noch okay. gut dafür, dass das Gerät 4 Jahre alt bald ist. Habe ich eigentlich keine Ja, doch, großen das haut Probleme. Das hin. Einzige, was mich nervt, sind halt die Ladezeiten. Aber da gewöhnt man sich auch dran. Echt? Habt ihr echt Wir ein Ladezeiten? bisschen Ladezeiten haben wir teilweise. Also vor allem der Startbildschirm. Bis du, sag mal, auf dem Server Okay. eingeloggt bist, das ist halt dann schon ein bisschen. Also da können schon gerne mal so Ja, eineinhalb okay. Minuten vergehen. Aber dann geht's einigermaßen gut. Ja, gut, da haben hat die PC-Version aber auch ihre Tücken. Also da ist teilweise dauert schon echt lange, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das nervt schon echt. Aber danach geht's. Also da habe Sehr ich schön. fast null Ladezeiten. Ja. Gibt es denn einen Rennmodus, wo du sagst, das ist dein allerliebster und einen, wo du sagst, nee, schmeiß weg das Ding? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag eigentlich alle sehr gern. Also ich habe klar, Street Racing ist Nummer eins, aber danach tut sich eigentlich nichts. Okay. Bis auf Air Racing. Also das ist für mich immer noch Horror. Ich habe es mit Biegen und Brechen alle Rennen geschafft, Okay. aber nur durch einen Kumpel. Dem fällt es anscheinend leichter, aber Air Racing ist das für mich, was gar nicht geht. Ja, Air Racing muss ich auch probieren. Ich habe mal so ein Event, was in Los Angeles war. Das allererste, Okay. glaube ich, was so aufploppt. Das war ziemlich einfach, weil du halt da über den Strand, übers Meer fliegst und da halt keine Hindernisse hast. Ja. Dann geht es easier. Dann habe ich mal eins probiert, noch im Anschluss von einer Aufnahme in Las Vegas. Perfekt ist es. Also entweder brauche ich ein Obwohl das anderes. auch noch einer mit den einfachsten ist, weil Na zum Schluss, toll. wenn ich das mal spoilern darf, Ja, mach ruhig. du fliegst durch einen Canyon, eine Strecke durch einen Ja, Canyon. ich glaube, ich weiß, was ich nicht mache. Also, da haben wir, glaube ich, über 40 Versuche gebraucht, Boah. obwohl wir die Leistungsstufe hatten. Ja, ich habe ja in Las Vegas auch die, mehr als die Leistungsstufe. Und trotzdem komme ich 20 Sekunden nach ihm an, wenn ich es überhaupt ins Ziel schaffe. So oft wie ich gegen irgendein Hotel geballert bin. Das Problem, finde ich, bei Air Racing ist die Balance. Also die passt nicht ganz. Bei Street Racing finde ich sehr einfach. Also ich finde eigentlich alles sehr, sehr einfach, bis auf Air Racing. Also da passt die Balance nicht. Ja, das stimmt. Selbst die Monster Truck Dinger, wo ich jetzt nicht so Fan von bin, eben wegen dem Handling teilweise. Selbst die Sachen habe ich einigermaßen ohne große Probleme geschafft. Also Ja, spätestens im also. zweiten oder dritten Anlauf hatte ich das dann alles. Ja, da war auch Monster Truck. Ich glaube, das erste Rennen habe ich einmal wiederholt und danach ging es. Gut, mir fällt das eigentlich sehr leicht, das Spiel, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich auch in dem einen oder anderen Video auch erwähnt. Ja. Ich fand es zum Teil zu einfach und bei schwer ist es zum Teil unmöglich. Also Air Racing zum Beispiel, aber Okay. alles andere geht. Ja, ich glaube, das mit dem Flugzeug ist halt noch nicht ganz so eingegroovt.
sage ich ja, mal. Ja, genau, da passt. Ja, da passt die Balance ja, einfach nicht. Vielleicht kommt ja nochmal irgendwie ein Patch oder so, der es vielleicht ein bisschen besser regelt. Ich denke mal, also in den Foren haben viele darüber gemeckert. Weil ich sag mal, diese Luftakrobatik-Dinger, die gingen Alter, eigentlich ja, auch. Ja, also das ich weiß ist ja nichts bei. Weiß nicht natürlich nicht, was du für ein Flugzeug hast, aber ich habe mir als letztes Flugzeug eins von diesen ganz dicken Dingern da geholt. Ah, okay. Ja, habe ich nicht. Die sind ein bisschen zu direkt teilweise. Oder zu ungestüm, sage ich mal. Also längst nach links. Oder machst halt irgendwie, wie soll ich sagen, machst halt irgendwie so eine halbe Schraube nach oben irgendwie und das Ding dreht sich zu weit. Okay. Also da ist dann so zum Beispiel dieses Anfangsflugzeug, was man bekommt. Oder ich habe mir auch mal diese, oh, wie heißt sie denn, dieses Weltkriegsflugzeug von den Engländern gekauft. Ah, die MiG, glaube ich. Nee, ja, doch, MiG. Nee, Spitfire. Die sind ja deutlich ja, einfacher zum Handhaben. Aber die ach so, hier das Graue, ne? Genau. Ja, das habe ich auch. Genau, also das fand ich sehr, sehr angenehm. Also genau, die sind recht angenehm, aber die letzten Events mit diesem dicken Ding, ich habe es Bertha genannt, weil sie dicke Bertha ist. Ja. Ja, die war ganz schön zickig, die alte. Teilweise. Okay. Ja. So habe ich immer meine Autos bis jetzt genannt, privat. Achso, Bertha 1 bis 5. Ja, genau, so ungefähr. Ja, also das war ein bisschen tricky, aber das war vielleicht auch so für mich die eigene Herausforderung, weil sonst wäre es zu einfach gewesen. Ja, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also die Balance passt noch nicht ganz, aber das ist durch Updates halt sehr schnell gemacht. Genau. Also bei den Powerbooten zum Beispiel finde ich es jetzt, wenn man vernünftig fährt, auch nicht allzu schwierig. Also wenn jetzt ja, nicht unbedingt die Gummiband-KI denkt, oh, ich überhole dich jetzt mal mit 3000 km/h, weil ich 100 Meter hinter dir bin, 5 Meter vorm Ziel. Ja. Das ist eigentlich alles ganz cool, das habe ich auch schon mal gehabt. Ich springe ja, gerade eine Rampe runter, der eine springt hinter mir und überholt mich auf einmal, wie auch immer er das schafft. 2 ja, Meter genau vorm Ziel, wo ich mir dann denke, ja, okay, zum Glück muss ich nur Dritter werden, aber trotzdem ist halt ärgerlich, wenn du 98% führst und in den letzten 2% wirst du voll verarscht. Also da habe ich mich einmal im Video richtig ausgelassen, sage ich jetzt einfach mal so. Boah, das ging mir dann so richtig gegen den Strich, weil du führst ja, so wie du das sagtest, schon 98-99% des Renns, ja, ja, nimmst eine Rampe mit, weil abkürzen kannst ja und dann überholen sie dich alle. Ja, ja, am besten noch in der Luft, vielleicht drängen sie dich sogar noch ab, das habe ich auch schon gehabt. In der Luft ja, rammen ja, sie dich, auch, dann bist du auf dem Wasser, dann rammen sie weiter, dann liegst du so halb auf der Seite, bis du wieder umkippst, ist der schon an dir vorbei. Und dann ja, ich hatte das sogar einmal, dass er auf mein Boot gelandet ist. Ja. Ja. Oh, da bleibst du ja fast instant stehen. Ja, ich habe es aber auch schon mal gehabt in einem Rennen am Start. Weil ich weiß nicht, wie du es machst, aber ich ziehe das Boot ja gleich nach oben, um Geschwindigkeit aufzubauen, wegzukommen aus dem Feld. Da habe ich es gehabt, genau, dass zwei Boote direkt Wand an Wand gefahren sind und ich bin genau mittig oben drüber. Ach Gott. Ich glaube, ich habe das sogar in einem Video. Gut, je nachdem, okay, das hier rauskommt, kann es eventuell schon gesehen worden sein. Kleiner Spoiler, falls das Video doch noch nicht draußen ist. Die Folge heißt Das Bad Boat. Warum? Sieht man in der Folge. Also, das ist cool. Das ja, hatte ich nicht. Ich glaube, wirklich so die erste. sogar das erste Rennen, ja. Okay. Das ist lustig dann, ja. So einfach so quer über zwei Boote. Hallo Jungs, hi, tschüss. Ich hatte sogar, ich glaube, bei meinem Geld- und Level-Trick-Guide, sage ich jetzt mal, direkt eine Person am Start, wo die Zeit runtergeht, so 3, 2, 1. Ja. So, und dann hast du ja noch mal ein bisschen Zeit, bis du Gas geben kannst. Genau. So dann stand auf einmal eine Figur auf einmal vor mir aufgeplöppt, so ein ja, Männchen. Mhm. Ja, was ist denn jetzt hier los? Ja. Die kannst du ja nicht überfahren. Das geht ja. Die springen ja alle weg. Ja, ja oder du schiebst sie an der Seite. Mhm. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Manche laufen, ich weiß nicht, ob du es auch schon gesehen hast, aber manche laufen ja mit dem Handy rum in dem Spiel. Mhm. Von den Figuren. Und wenn du dann irgendwie in die Richtung fährst, dann lassen die es fallen. Ja. Denkst du, die würden das wieder aufheben? Nein. Nein. Die rennen weg. Oder laufen ja, weg. Ich habe das mal ja, gehabt, dass ich einem wirklich so spaßeshalber hinterher bin. Also auf dem Motorrad, so ganz gechillt auf der Harley. Hey, Sir, okay, Sie da. Hey, Sie haben vor 5 Metern Ihr Handy liegen lassen. Ich wollte Sie nicht erschrecken. Ich wollte bloß mal Gas geben. Hier, heben Sie Ihr Handy auf.
Ja, die sind Ja, echt schreckhaft, die Leute oder da. Das man, stimmt ich habe schon. auch gestern, einige gehabt, die hat ihre Handtasche fallen gelassen. Die gute Prada-Handtasche für 5000 Dollar, hallo? Gut. Habe ich mir natürlich in meinem Hypercar nicht nehmen lassen. Hab die aufgehoben, auf eBay vertickt. Und neue Reifen für den Aventador. Nee, was ein Aventador? Nee, Veneno gekauft. Oh ja. Kommst du da überhaupt mit 5000 Euro mit hin? Für den linken Vorderreifen, ja. Ja, okay, für einen Ach Reifen reicht es ja schon mal. Aber was ich ja. bei Secur auch schon mal gesehen habe, war im Industriegelände unter einer Brücke, hat die Polizei jemand verhaftet. Das habe ich auch schon Okay. gesehen. Ich Habe ich dachte, mich auch gewundert, es dass sie gibt da keine doch auf sowas Polizei. achten. Oder ist es so eine Szene eventuell? Nee, nee, Polizeiautos stehen immer irgendwo überall. Ist mir noch nicht aufgefallen. Weil sie Ja, dich ja muss man auch nicht. zweimal hingucken. Ja, gut, weil sie halt auch nicht so präsent sind wie im ersten Teil zum Beispiel. Oh, ersten Teil, boah, da habe ich, weiß ich nicht, 20, 30 Stunden drin nur, weil mir die Steuerung richtig gegen den Strich Ja, die gegangen ist ist und halt da habe ich auch. gesagt, so. Das ist halt So, wie, ja, ja. ich nehme ein Stück Butter, werf's in die Pfanne und schwenk mal nach links und schau, was passiert. So, Ja, also die ist halt genau. sehr glitschig, sehr schwammig, das ist irgendwie alles so. Ja. Du kannst ruhig nach links lenken. Ach, jetzt lenkst du nach links. Okay. Oh, zu spät. Das ist halt alles sehr indirekt oder sehr schwammig, also. Ja, fand Naja. ich jetzt bei The Crew am Anfang auch, aber je höher man das Auto levelt, je besser wird es, muss ich ganz ehrlich sagen. Also man kann ja auch nur Feineinstellungen machen, aber die meisten brauchst du gar nicht einstellen, weil die vom Spiel ignoriert werden. Also die haben keine Auswirkungen. Ja, ich finde es eigentlich ganz angenehm. Ja, Muss man jetzt sagen. Gut, bei definitiv. den Hypercars habe ich teilweise das Gefühl gehabt, hey, die haben Spoiler ohne Ende und Anpressdruck. Trotzdem rutscht er mir zu sehr rum. Ja, Aber okay, das gut. stimmt. Wenn du so einen 3-Meter-Spoiler hinten drauf hast, dann musst du ja Ja, schon ein also bisschen Grip beim. haben. Wenn du dir mal den Veneno holst, da gibt es einen Spoiler, der ist, wenn du von hinten drauf schaust, fast so breit wie das Auto. Ja, ich glaube, ich weiß sogar, welchen du meinst. Ja, Ja. und da denke ich mir, hey, das Auto hat Allradantrieb und bricht trotzdem hinten aus. Was Ja, wie ist der vor. los? Lamborghini, was habt ihr da gebaut? Und ich habe dem halt Spoiler auch an den Seiten und vorne gegeben und hast du nicht gesehen, das Ding schaut nicht mehr Serie aus. Ja. Musst Gut. jetzt ja erst mal zweimal hingucken, dass du wirklich einen Lambo hast, ne? Naja, vor allem den Veneno, ne? Das ist ein Auto, was du so nicht kriegst. Also du gibst irgendeinem Scheich in den Emiraten 5 Milliarden Dollar und dein Leben für die nächsten 20.000 Jahre oder so. Okay. Dann kriegst du das Auto. Das ist halt so limitiert. Das ist halt eines dieser Autos, wo Lamborghini Besitzer anschreibt, die halt schon 20 Lambos haben und sagen, hier, für 3 Millionen kriegst du den. Okay. Das Problem hätte ich gerne. Ich auch. Ich hätte gern auch was Besseres als ein Fiat Punto, aber mir fehlen noch Gut. ungefähr 50.000 für einen Ford Mustang. Entschuldigung. Na, ist aber neun, ne? Ja. Wobei ich den 2011er, der auch in The Crew 2 drin ist, lieber haben würde. Der gefällt mir noch besser. Der ist ein Ja, den bisschen kriegst du ja dann so. oldschooliger, sage ich mal. Ja, aber wenn dann mit einem V8, ne? Ja, das sowieso. Ich habe schon mal einen vor mir gehabt mit V6. Ja, Da kann gibt es ich. bei uns im Dorf auch einen von. Ja, da kann ich auch pupsen. Das klingt interessanter als ein V6-Motor im Mustang. Das ist genauso wie wenn du mit einem Mofa gegenüber einem Lambo antreten willst. Das ist einfach so, da passt nicht. Nee, nee. Und dann sitzt da auch noch so eine Omi drin mit 60 und fährt den. Denke ich mir so, okay, dir ist es wurscht. Hauptsache, das Ding hat bloß 30.000 gekostet, ne? Für 30.000 würde ich mir den Type R kaufen. Honda Civic Type R. Ja, einen guten Der hat nämlich Gebrauchten. 300 PS. Ja, Ja, und du 310 hast. inzwischen. Und der schnellste Auto Ja, in seiner genau. Klasse mit 270 km/h. Spitze, weil der nicht abgeriegelt ist wie ein Golf bei 240. Haha. Ja, wollte ich auch schon überlegen, mir zu kaufen, aber 40.000 Tacken ist doch noch ein Haufen Geld. Da wartest du ein, zwei Jährchen und dann kriegst du die für 25, 28 hinterher geschmissen. Aber für die Familienplanung, das Ding hat ISOFIX, ne? Also kannst du auch einen Kindersitz reinbauen. Ja, Honda denkt an alles. Ich komme aus einer reinen Honda-Familie. Mein Papa hat einen Honda Civic Okay. von 2011. Na. Ich hatte einen alten IJ9. Mein Bruder hat einen alten IJ9. Und ja, und jetzt hat mein Papa, ja, mein Vater hat immer noch den von 2011 und ich habe den als GT jetzt mittlerweile. Auch nicht schlecht. Ja, 140 PS, aber Ja. reiner Sauger, ist keine Zwangsbeatmung drin. Das reicht doch.
Ich sag mal so, die meisten, selbst mit Turbo, kriege ich alle bis 100, 150, Das wenn ich es drauf anlege. reicht ja für einen Ampelsprint. Ja. Ja, sicher. Ja, Das wobei stimmt. ich sagen muss, mein Punto mit knappen 80 PS, so der Sprint von 110 auf 150, macht er im hohen Drehzahlbereich ziemlich gut mit. Ja, der wiegt nicht viel, ne? Ja, ich glaube 1,4 Tonnen oder so. Also da bummst er nochmal auch ein bisschen rum. Also klar, ein M5 oder so zersägt er jetzt nicht. Aber er kann dich schon mal ein bisschen ärgern, sagen wir mal so. So Ja. ein Ja, bisschen. wenn er PS-Kilo-Verhältnis schon mal gut ist, hatte ich ja Ja. mit meinem alten Civic, boah, wog der 800 Kilo, aber 90 PS drauf. Ach, das ist Ja. der alte aus den 90ern, oder? 90er, Nee. 2000er so? Too Fast and Furious Teil 1. Mit der dicken Tröte unten drunter. Ach, ist das der lange? Ja. Ah, okay, ich denke bei Honda Civic immer, da ist diese kleine Knutschkugel. Nee, Gab's nee, da auch nee, mal. Da gibt's. Ja, weil ich so einmal fast gekauft hätte, aber es war auch eine Bastelbude. Auch wenn es der ja. Bruder vom besten Freund war. Nein, für 3000 Tacken kaufe ich mir den nicht, wenn ich noch für 4000 Tacken Auspuff reinbauen muss. Nein. Auch wenn er 90 PS hatte und geil war zu dem Zeitpunkt. Nein, tut mir leid. Nee, da würde ich es mir auch überlegen, wenn ich ehrlich bin. Ja. Nee. Mal gucken. Nee, würde ich auch nicht machen. Was, ich finde, was sie sehr, sehr geil gemacht haben in The Crew ist, mit der tiefstehenden Sonne, mit Regen. Regen geht, also hätte man schöner machen können, aber dafür ist die Performance geil dabei. Schnee finde ich auch geil. Haben sie auch geil Ja, gemacht. das hatte ich noch zu selten. Bis auf ein Live-Extreme-Series-Rennen, das durch den Grand Canyon, hatte ich noch keinen Schnee so wirklich. Leider. Echt nicht? Nee. Ich habe die Beta gestartet, bin mit Schnee angefangen. Ich dachte, was ist denn hier los? Nee, Irgendwie sah das im das Trailer alles anders aus. will bei mir noch nicht. Ah, Leider. okay. Außer ich stelle es halt auf den Fotos ein, ja, aber sonst. Nicht mal in den Finde es aber schade, Schneegebieten. dass. Okay. Also nicht mal, Hatte selbst weiß. in der Wüste schon Schnee. Ja, was ja auch nicht unwahrscheinlich ist, habe auch schon Berichte gesehen, dass mal in Las Vegas geschneit hat oder in L.A. oder so. Das kommt auch ab und zu mal vor. Aber nicht so Ja. oft wie bei mir in The Crew. Ja, aber weil du vorhin mal die tiefstehende Sonne erwähnt hast. Ich weiß nicht, ob es dir genauso geht, aber manchmal, wenn du in den Tunnel reinfährst, da ist dunkel und die Sonne geht gerade unter, fährst wieder raus. Ich sehe dann erstmal 2 Sekunden lang nichts wegen der Sonne. Teilweise. Das ist dann schon fast wieder so ein bisschen übertrieben. Finde ich, wenn ich dann einfach nicht sehe, wo ich hin muss, vor allem in einem Rennen. Ja, die eine oder andere tricky Stelle gibt es ja. Also die eine Strecke ist ja dann aus dem Tunnel raus, da bist du ja so geblendet Ja. und muss aber direkt links oder rechts abbiegen. Ich glaube, links war Ja, ich das. glaube, das ging mir auch in diesem einen Air Race Rennen, wo man dann diesen Formel 1 Prototypen fährt. Da Ja, fährt man ja. auch noch ein paar Tunnel. Da war bei mir auch, glaube ich, so leichter Sonnenuntergang. Ah, bei 420 Sachen nicht ganz so geil. Auf der Landstraße Richtung L.A. Allein mit dem Formel 1-Wagen auf Landstraße Richtung LA Ja. finde ich schon Ja, geil. ich muss mir noch einen kaufen. Ich habe fürs Let's Play noch keinen Prototypen da gekauft. Nein, mir fehlt's Geld. Weißt du, wenn man sich ein Ja. Veneno kauft für über fast 900.000? Also Ah. ich hab fast alle teuersten Autos. Ja, mir hätte glaube 200.000 gefehlt, dann hätte ich mir den, wie heißt der, Regera kaufen können. Ja. Genau, aber ja, davor habe ich das Geld schon verplempert für ein, zwei Motorräder oder das Auto noch und das. Aber du Ja, die kriegst. Motorräder sind echt teuer, Ja, ey. aber was ich gut finde, du kriegst recht schnell eigentlich wieder Geld zusammen. Also wenn du eine Stunde spielst, hast du fast wieder 300.000 auf dem Konto. Ja, Also das ja. geht recht schnell, einfach auch mal ein bisschen zu üben oder Teile zu farmen. Vor allem, es wird auch nicht Ja. langweilig. Nee, das stimmt, weil das verstehen sehr viele falsch. The Crew hat Rollspielelemente. Die haben von Anfang an gesagt, levelt euer Auto. So, ich denke mal, die meisten können was mit Diablo anfangen. Diablo 3. Ja, oder Skyrim auch. Genau, Also so ein Skyrim. typisches So, bei. Pokémon, wenn man mal so ein ganz prominentes Rollenspiel nimmt. Ja, genau. Und bei The Crew musst du einfach das Rennen halt 30, 40 Mal fahren. Dann ist das halt so, um den auf Maximalstufe zu kriegen. Ich habe mir bestimmt schon 15 Reviews angeguckt und dann haben alle darüber gemeckert, weil die sehen das immer noch als reines Rennspiel. Also, wenn die schon sagen, ja, nee, Loot ist glücksweise. Ich habe auch wohl 40 Rennen hintereinander gehabt, wo ich den Geldtrick angewandt habe.
wo ich nur schlechtere Sachen gehabt habe und mir fehlte nur ein Teil auf 280. Da wäre mein Street Racing Auto auf 280. Ja. Fehlt mir bis heute. Und ich habe auch schlechtere Sachen gekriegt und das haben sehr viele bemängelt. Also ich finde das eine Frechheit, weil Ich finde Ubisoft hat es gesagt, ey, so und so sieht das aus. auch gar nicht schlecht, wie sie es gemacht haben. Also im ersten Teil, im Vorgänger, hat es mir noch ein bisschen gestört mit diesen Karten irgendwie. Aber hier macht es irgendwie mehr Sinn, so nach dem Motto, ja, hier, du gewinnst ein Rennen und kriegst halt Teile geschenkt. Ob die jetzt besser oder schlechter sind, das hängt halt, sage ich mal, so aus meiner Logik her vom Sponsor ab, zum Beispiel. Das habe ich jetzt zwar Genau. noch nie erwähnt im Let's Play, aber so könnte man das halt sehen. Also es wirkt schon wieder realistischer. Klar, es ist jetzt kein typisches Need for Speed, wo ich in meinen Laden fahre und dann sage, hey, ich hätte hier den Auspuffstufe 3, den mit 300 PS bringt. Ja. Aber ich finde das eigentlich ganz angenehm mit diesen Beutekisten eben. Und was ich auch recht angenehm finde, wenn man sich jetzt nicht dumm anstellt und ein bisschen Glück hat, kann man für die ganzen Rennen auf normal zumindest mit einem Auto ohne Probleme durchkommen von den Teilen. Ja, Oder mit locker, einem locker. Fahrzeug. Also vielleicht fährst du noch ein, zwei Rennen doppelt, damit du vielleicht ein bisschen besser bist als die gewünschte Stufe vom Spiel, aber dann reicht's auch wieder. Definitiv. Also zum Beispiel das Rennen, der Unfall heißt das Rennen. Da bin ich sogar mit meinem Kumpel, der konnte das Rennen schon längst fahren, weil er fast 280 war. Ja. Leistungsstufe 280 und ich war 200. Ich glaube, knapp 230, 40 Stufen unter der Leistungsstufe. Und bei dem Rennen reicht es, wenn einer es schafft. Das ist halt das Geile daran, ne? Und da Das habe ich finde ich gesagt: auch Ja, gut. gut, zu verlieren hast du nichts. Und ich war nur 2 Sekunden zu langsam. Ja, das Gute ist, ihr kriegt ja trotzdem die Erfahrungspunkte und das Geld auch noch. Und Genau. ja, das finde ich eigentlich auch ganz angenehm mit diesen ganzen Rängen. Ja, Gut, sag mal, diese definitiv. Grundränge bis Kult 1 erreicht man aber auch recht schnell. So rein vom Jo, das Verhältnis. hatte ich an einem Abend, glaube ich, schon fast. Ja, ich glaube jetzt auch in 2 Tagen oder so. Ja, Also von der Spielzeit vielleicht definitiv. auch 5, 6 Stunden. Ja, Vielleicht ein bisschen das ging echt mehr, fix. aber das ging verhältnismäßig fix. Dafür gibt es aber, ich habe mal nachgeschaut, 9099 Kultränge. Ja, habe ich auch direkt nachgeguckt, als Ja. ich die Liste gesehen habe. Nachdem Ich dachte ich mal gucken, 20 was. Minuten gefühlt gescrollt habe nach rechts. Ja. Ja, das habe ich auch gedacht. Also, ich habe mir Wobei. irgendwann so ein kleines Gewicht einfach auf die Taste D gelegt. Okay. Und dann bin ich mal eben was zu trinken holen gewesen und ich war immer noch nicht fertig. Ja, wobei, glaube ich, so ab 1000 oder so geht es immer in 10er-Schritten weiter. Ah, kann ich Also, nicht um es nicht beurteilen. Ich habe ganz es zu nicht gesehen. übertreiben. Also, ich glaube, es ging dann Ja. immer in 10er-Schritten weiter. Trotzdem bei 10.000 ist das schon echt Vor allem, langsam dann. ja, aber vor allem, du kannst aber ewig viel Loot dadurch auch nochmal bekommen. Ja, das Ist auch stimmt. ganz cool. Also. Alle 10 Stufen kriegst du ja eben den Loot. Aber nur für das Auto, was aktuell Was? ausgewählt ist, ne? Ja, gut, das ist ja immer noch in Ordnung. Wenn man mit dem jetzt gerade rumfährt oder so und es Ja, levelt genau, oder für Rennen das. macht, das ist dann alles noch in Ordnung. Ich habe auch mal eine Zeit lang, ich hatte die ganze Zeit keine Lust auf die Monster Truck Rennen. Ich hatte sie einmal alle gespielt, aber mir dauerte das immer zu lange, um den zu leveln. Und dann bin ich einfach mit dem Monster Truck durch die Karte gefahren, hier und da was entdeckt. Und da habe ich einfach die Live-Belohnung eingesammelt. Die Ja. waren alle für das Auto. Und das war innerhalb, glaub, von, weiß ich nicht, 2 Boxen da, die du einsammeln konntest, hatte ich direkt 12 Stufen höher. Ja, was ich mich eigentlich frage bei diesen Live-Boxen, sind die eigentlich limitiert auf der Map oder spawnen die immer wieder mal? Das habe ich noch Die nicht so spawnen immer mitbekommen. wieder mal. Ah, okay. Und du hast ja auch Perks dafür, dass sie schneller kommen. Ja, genau. Ja, es hätte sein können, dass sie sagen, okay, wir haben jetzt einfach mal 1000 Boxen hier und da verteilt und fertig. Nee, die ist sogar für diejenige Person sogar nur. Ja, das weiß ich, genau. Das habe ich auch schon Ja. mitbekommen. Finde ich eigentlich ganz gut, weil Ja. da kann dir die auch keiner klauen. Nicht, dass du 10 Minuten suchst, ja, und da war einer schneller. Zum Finde Glück. ich eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Das stimmt. Ja. Was gibt's eigentlich noch? Also ich finde The Crew allgemein schön abgedreht. Also nicht stumpf Simulation, sondern komm, wir zeigen mal, was wir können. Genau, was ich So auch cool finde, Schlamm sind. über Häuser und. Ja. Ich finde halt die Landschaften auch recht gut. Es ist zwar nicht alles optisch perfekt von der Grafik. Es sieht zwar hier und da noch alles ein bisschen verwaschen aus oder recht pixelig, aber so die Weitsicht ist halt schon geil, wenn du halt irgendwo rumfliegst und im Hintergrund siehst dann New York oder irgendeine andere große Stadt
und du erkennst halt ein paar Gebäude. Das ist halt dann schon sehr geil. Auf jeden Fall haben die noch sehr, sehr viel Potenzial in dem Spiel und die haben ja auch angekündigt, dass das jahrelang gepatcht wird. Also, dass der Support auf jeden Fall von Ubisoft jahrelang bestehen wird. Was ich Dann mich. können die schon was Krasses rausmachen, sage ich ganz ehrlich. Was ich mich, oder wo ich mich auch freuen würde, ist, wenn man ja Richtung Süden mit dem Flugzeug fliegt, hat man hier und da noch ein paar Karibikinseln. Das wäre cool, wenn sie sagen, okay, wir erweitern die Map jetzt einfach um die paar Inseln, dann könnt ihr auf Jamaika oder Kuba oder so rumfahren. Ja, da wäre ich Das geil. wäre halt cool, wenn es halt bloß, was ich, 5 Rennen sind, aber wäre halt cool, weißt, einfach die Atmosphäre von einem anderen Land nochmal mitzukriegen. Also das haben die ja echt raus in The Crew. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich schon ganz andere Spiele gespielt, wo die den Fokus da drauf gelegt haben mit der Atmosphäre, Umgebung und wie man sich in dem Spiel fühlt. Dann hat The Crew ganz gut raus, muss ich ganz ehrlich Ja. sagen. Na doch, ich fühle mich recht wohl. Wobei ich Ja, finde, im so. ersten Teil ein paar Städte waren ein bisschen markanter teilweise. Aber Ja, gut, gut, da der war die Map Fokus auch liegt. kleiner. Die haben sie ja etwas vergrößert und gut, wenn sie ein bisschen abspecken, ist okay. Aber man kennt zumindest immer in diesen bekannten Städten wie Miami, New York, Los Angeles oder auch Las Vegas, wo man sich zumindest befindet, in welcher Stadt. Ja, also ich kenne mich jetzt in den Städten nicht so extrem gut aus, weil mich ich war noch nicht da im Urlaub privat jetzt gesehen, aber ich weiß ich nicht. Also man erkennt es immer irgendwie direkt. Ja, das ist Das das Schöne, stimmt, wenn man ja. es halt irgendwie kennt, auch aus dem Fernsehen, aus Filmen, anderen Spielen oder so. Es gibt immer so ein paar Genau. Gebäude, ein paar markante Geschichten in den Städten, die man einfach kennt. Das ist das Coole. Teilweise lernt man ein paar Wahrzeichen auch durch die ganzen Fotoaktionen zum Beispiel kennen. Ach ja, Ich weiß noch, Fotoaktionen, das ja. Schlimmste, was ich bis jetzt hatte, war in, ah, wie heißt's, nördlich von LA, oh, San Francisco. Okay. Ja, gab es eine Fotostelle, da musste dann durch irgendwo in Chinatown mit dem Street Racing Car durch das Drachentor driften. Ah, Gut, okay, ja, die kenne Drachentor ich. kenne ich. Chinatown sehe ich auf der Karte auch. Aber wo verdammt nochmal am Ende von Chinatown ist das Drachentor? Okay. Ich habe extra nachschauen müssen, wo das ist, Ja, okay, weil ich das ist dann nicht ärgerlich. das nicht gefunden habe. Aber ich bin mit einem getunten Mazda MX-5 durch das Drachentor gedriftet. Immerhin, ja, mit dem asiatischen Auto durch das asiatische Tor. Ja, das ist auch richtig so. Driftautos, das müssen alles Japaner sein. Für mich könnte jedes Auto aus Japan kommen. Ja gut, mein erstes Driftauto war, weil ich so Bock auf einen V8 hatte, einen Dodge Challenger. Der Eieiei, ist aber Armin. schwer, das merkst du. Ich habe dann nach deinem hervorragenden Tipps und Tricks Video ein RX-7 gekauft. Mein Ah, Gott, ist das Ding leicht und agil und geht um die Ecken. Viel das besser ist zu geil, ne? kontrollieren. Ja, viel Ja. besser zu kontrollieren. Dann Ist habe ich wirklich auch. geil, also das muss ich auch sagen, ja. Ein Honda Ja. S2000 hätte ich auch gerne gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Der hat ja auch Ja. Heckantrieb. Ich glaube, wer auch noch fehlt, ist halt so der alte Klassiker Corolla. Von Toyota Ja. Corolla, so ein kleines Ding. Aber gut, wer weiß, Definitiv. was noch alles kommt. Es sind ja auch so Autopakete oder Auto-Updates ja noch geplant. Ja, also ich Also, muss da bin ganz ich ehrlich gespannt. sagen, der Rohling ist da und die können da einen riesen geilen Diamant rausmachen, muss ich ganz Oh ehrlich ja. sagen, weil du hast erstmal die Riesenkarte, du hast eine mega, jetzt schon eine extreme Auswahl an Autos, für mich schon teilweise zu groß. Ja. Und du hast die ganzen verschiedenen Disziplinen, also da können die mega viel rausmachen. Ich hoffe, die verkacken das jetzt nicht über die Jahre oder Monate. Schlimm wäre es halt, wenn sie sich zu viel Zeit lassen. Weil dann ist das Der Hype ist ja Spiel. jetzt schon extrem vorbei. Ja, aber es macht jetzt halt immer noch Spaß, finde ich. Also für mich zumindest. Ja. Aber ich kann mir schon vorstellen, so in 2, 3 Monaten, wenn ich wirklich alles gespielt habe, vielleicht sogar auf schwer, dass mir das an sich einfach keinen Spaß mehr macht. Ja, das Weil dann kann habe ich mir auch ich keine vorstellen. Herausforderung und ich kann auch keinen 20. Roadtrip mehr irgendwann mal machen oder sehen, weil dann kennst du Wann auch er irgendwie schon alles. alles gesehen habe, ja. Naja. Ja, so geht es mir nämlich auch. Ich bin jetzt aktuell die ganzen Fotos am Machen. Ich habe die komplett an der Seite liegen gelassen. Und da musste ich auf dem Times Square, heißt das, glaube ich. Times Square. Da stimmt auch noch eine Einen Aufgabe offen. Donut ziehen. Ja, den habe ich auch schon gemacht, ja. Ja, und dann musstest du echt mit der
mit dem Videobearbeitungsprogramm, was du da drin hast, wo du die Zeit vor- und zurückspulen konntest, genau die 360 Grad treffen. Und ich dachte, ich habe einen Donut gezogen, wollte ein Foto machen. Ich dachte, warum blinkt das nicht grün auf? Ja, aber so, bis ich rausgefunden habe, dass du mit der Zeit ein bisschen rumspielen musst, dass du genau den Punkt triffst, wo du die 360 Grad voll hast. Das finde ich aber cool. Generell der Fotomodus oder auch der Videomodus, wobei den habe ich noch nicht ausprobiert. Wobei ich muss sagen, der Fotomodus war auch schon im Vorgänger drin. Ich weiß das schon gar nicht mehr. Ja, weil also dieses Jahreszeiten und Wetter einstellen und Tageszeiten, das konnte man auch schon im Jahr 2014. Weiß bloß keiner, weil halt kaum einer wirklich die Crew 1 so getestet hat, sage ich mal. Und diesen Modus so genutzt haben. Gut, sie haben es natürlich jetzt im zweiten Teil auch groß angekündigt mit, oh, du kannst bis zu 10 Minuten zurückspulen, was mir viele Thumbnails für Folgen gerettet hat, teilweise. Also ich mag auch immer im Fotomodus in Games, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Für Thumbnails unverzichtbar eigentlich schon. Da bin ich ja gespannt, wie der Horizon 4 wird. Oh, ja. Sowas wie Jahreszeiten einstellen oder Tageszeiten ist dann teilweise schon sehr geil. Ja, manche Autos sehen, dadurch kannst du den Blickwinkel des Autos komplett verändern. Mhm. Also da ist schon echt geil gelöst, muss ich ganz ehrlich sagen. Das finde ich schon sehr, sehr schön. Ansonsten, was gibt es noch gut? Ich finde es auch cool, dass Tiere gut zu sehen sind teilweise. Ja. Also nicht extrem, nicht so extrem, aber es ist schon komisch, wenn man mit dem Motocross-Bike durch die Everglades fährt, also durch Sumpfgebiet, und neben dir taucht ein Alligator gerade ab. Ja. 2 Minuten vorher bist du noch durch das Wasser durchgefahren. Ohne. Ja. Also, ich meine ja nur. Oder beim Rally Raid. So. Beim Rally Raid, wo ich das erste Mal das Tier gesehen habe, ist mir ein Wildschwein vor das Auto gelaufen. Ja, ich glaube so. Ich dachte, was war das denn? Ja, ja, bis ich gesehen habe, war ein Wildschwein. Ja, bei mir ist beim Jet Sprint immer wieder mal ein Elch vors Boot gelaufen. Ach, krass. So, einfach so links nach rechts, rechts nach links, läuft einfach durchs Bild. Und ich raste mit 150 Sachen auf ihn zu. Okay. Gut. Die Dinger haben ja auch knapp 1000 PS, ne? Ja. Die Jetspin-Dinger. Ja, die Jetspins finde ich eigentlich ganz cool. Weil die schön wendig sind. Schwer zu handeln, aber wenn das kannst, ist geil. Ich vergleiche die immer vom Handling so ein bisschen wie vom Skifahren. Ich weiß nicht, ob du Skifahren warst, aber da kann man so ähnlich Haken schlagen. Okay, ich bin noch nicht Ski gefahren, deswegen weiß ich das jetzt nicht. Ja. Nee, aber wenn man das einfach mal gesehen hat, wie so Abfahrtsrennen oder so, so Weltmeisterschaften, wenn so Haken schlagen, das erinnert mich ein bisschen an die Boote. Oder umgekehrt. Stimmt, wo das saß, Also dieses schnelle Hin und Her, Gewicht verlagern und so. Hat ein bisschen was von Skifahren eben. Curving, glaube ich, nennt man das in der Fachsprache. Falls uns Skifahrer zugeschalten sind. Man weiß aber ja nicht, man weiß ja nicht. Ja, sie sind halt sau agil. Ja, das ist das Coole. Extrem. Und vor allem haben sie einen V8-Motor. Der auch gar nicht so schlecht klingt. Ich hätte doch das eine, was man in der Gold Edition bekommt als Vorbesteller. Mhm. Das hat einen V8-Motor. Ah, okay. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. 5 cm hinter dir. Hi. V8-Motor mit mehreren 1000 PS. Ich würde mir nicht so sicher in dem Boot fühlen. Ja. Klar, du fährst nur 130, damit aber Wasser ist, hab ab ein paar km/h auch bockhart. Ja, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Ich kenne ein paar Leute, die gedacht haben, wir müssen gleich, wenn's Freibad aufmacht, auf den 5-Meter-Turm gehen und springen. Tja, 2 Minuten später hatte einer einen gebrochenen Arm, weil er blöd aufgekommen ist. Eieiei. Weil noch keiner das Wasser, sage ich mal, weich gemacht hat. Ja, okay, dann war es sehr still, ne? Ja, das ist halt dann, wenn du blöd landest und schnell wirst, hart wie Beton. Tja. Ich habe mal einen Bauchklatscher vom 5er hingelegt. Also da hatte ich auch ein paar Tage echt Bauchschmerzen. Ich habe mal ein Salto probiert vom 1-Meter-Brett, bin auf dem Rücken aufgekommen, hat auch gereicht. Apropos auf dem Rücken aufkommen, wie findest du Motocross? Sehr cool. Ich finde schade, dass es schnell vorbei war. Ja, das stimmt. Also magst du die Kameraführung denn? Ich finde es in Ordnung, ja. Also ich habe schon deutlich Schlechteres erlebt. Aber ich finde es eigentlich ganz angenehm. Also ich finde es auch sehr angenehm, weil du oft auch in den Kurven weit reingucken kannst, ne? Ja, ich finde es halt, was ich auch teilweise festgestellt habe,
Wenn man jetzt mit einem normalen Motorrad zum Beispiel fährt, es gibt ja dieses Harley-Event von Las Vegas mitten in die Berge rein. Ja. Wenn du dann die Kameraperspektive schaltest und dann diese Serpentinen fährst da gegen Ende. Ja. Oder das ist Kameraperspektive, die Cockpitperspektive. Dann kannst du ziemlich genau steuern. Selbst mit dem Controller. Okay. Was ich sehr angenehm fand. Also es ist halt doch sehr direkt alles. Vom Bild zu Controller oder umgekehrt. Was mich in den Cockpit-Ansichten allgemein stört, sind die nicht vorhandenen Spiegel, sage ich jetzt mal. Gut, soweit habe ich noch nicht drauf geachtet. Weil ich man meistens hat in den Außenspiegeln hast du keine Reflexion. Da ist einfach nur eine graue Fläche. Aber alles andere ist geil, so wie die Drehzahlen, km/h, die Tachos, also die funktionieren alle. Ja. Aber das hatten sie, glaube ich, dabei gelassen wegen der Performance. Gut, sowas kommt bestimmt noch am Ende irgendwie rein. Ich hoffe nicht, weil mein Rechner das dann, glaube ich, nicht mehr schafft. Ja, also ich habe da jetzt noch nicht so wirklich drauf geachtet, weil ich zumindest bei Autos ungern in der Cockpit-Sicht fahre mit dem Controller. Wenn ich jetzt ein Lenkrad hätte, würde ich es vielleicht machen, weil mir dann einfach die Immersion besser gefallen würde wahrscheinlich. Ja, das Feeling ist dann natürlich dann da, ne? Weil das dann halt wie echtes Auto fahren. Und teilweise finde ich es halt schlimm in Rennspielen, ist auch nicht nur bei der Cruise, sondern auch bei anderen, dass mir teilweise die A-Säule zu nah dran ist. Dann ist es wieder sehr eingeschränkt von der Sicht. Ja, dann, das stimmt. Gut, beim Flugzeug selber, wenn man Glück hat, sieht man überhaupt mal was aus der Cockpit-Sicht. Also mir ist Spitfire aufgefallen, hat halt noch so eine alte, die alte Zielanzeige drin. Okay. Und die verdeckt halt so gefühlt den halben Bildschirm. Ach Gott. Und dann fliegt halt mal noch ein Stuntrennen. Ja, ja. Nee, danke. Ja. Wenn ich wirklich siehst, wo du bist und dann noch ein Looping machen sollst. Gut, bei Looping geht's wieder, weil du einfach bloß stur nach hinten ziehst, aber dann halt mal Drehungen machen oder so. Nee, danke. Nee. Der wird bei mir so oft nicht gezählt, als ich da echt irgendwann einen Hals drauf hatte. Ja, man muss genau das Timing irgendwie rauskriegen. Genau, wenn das Flugzeug irgendwie gerade steht, aufhören hochzuziehen und dann kurz warten, dann gilt der Looping. Aber das ist auch noch so ein bisschen buggy, finde ich. Ja. Manche mussten wirklich 2-3 Mal machen, dass es will. Das ist ganz, ganz komisch. Ja, aber ich finde so das Gesamtpaket an sich ganz gut. So von den Disziplinen. Disziplin, ja. Ich sag, die ganzen Luftrennen oder so, die sind vielleicht noch nicht ganz ausgereift, weil die Physik einfach nochmal eine andere ist, wie bei Booten oder Autos. Ja. Das darf ich nicht vergessen, weil du halt viel mehr Spielraum hast zum Steuern, zum Fahren, zum Fliegen eben. Genau. Also wenn du jetzt ein Fazit ziehen müsstest, wie würde das aussehen? Gut, also in Punkten gesehen würde ich die Crew 2 momentan eine 8 von 10 geben. Ja, bin ich sogar bei dir, wenn ich ganz ehrlich bin. Also die kleinen Performance-Probleme oder sowas, das kann ich gut verkraften, weil wir haben eine riesen Open World. Wir können innerhalb von 2 Stunden von Ost nach West und zurückfahren, was auch eine riesen Distanz ist. Ja. Gut, 2 Stunden nicht ganz, doch je nachdem, was man macht. Ich bin manchmal so drauf und halte an jeder Tankstelle an, um zu tanken, ja. Okay, dann dauert es natürlich länger, das stimmt. Ja, aber, oder halt mal irgendwas anzuschauen. Ja, natürlich, also das habe ich auch öfters gemacht. So einen richtigen Roadtrip habe ich noch nicht gemacht, aber so hier und da mal hinfahren, um sich was anzugucken, das habe ich schon öfters gemacht. Also dann genieße ich das auch. So was würde ich mal machen. Schnappt ihr mal irgendjemand, der mit dir auf dem PC spielt? Und dann könnt ihr zum Beispiel auch so Etappen machen. Haben wir auch gemacht. Von Los Angeles nach San Francisco, von dort aus nach Las Vegas, dann zum Beispiel Seattle, dann Chicago und dann nach New York. Ah, okay. Immer so etappenweise. Ist auch ganz cool. Ja, okay, das kann ich mir echt gut vorstellen. Ja, und dann kann man auch die Route ein bisschen planen, wie man will, sieht halt ein bisschen was. Ja. Zum Beispiel. Ja. Ja, sonst. Ja, also doch. Ja. Doch, das könnte ich mir wohl vorstellen. Also da könnte man gut im Livestream machen. Ja, auf jeden Fall. Also für Livestreams ist es immer ganz cool, sage ich mal. Man kann auch über Themen reden, weil manchmal geht es halt einfach nur 10 Kilometer geradeaus.
durch die Wüste oder so. Kann man ja ein bisschen auf den Chat dann achten. Was eine ganz coole Route ist, finde ich, ist Hauptquartier zu Hauptquartier. Bin ich noch nicht gefahren. Ja, also ich bin halt immer von Los Angeles gestartet nach Miami. Okay. Das ist ganz cool eigentlich. So die Südstaaten durch. Ja. An der mexikanischen Grenze entlang. Wo du wieder zurückgeportet wirst, weil du bist ja illegal da. Ich muss mal schauen, im ersten Teil konnte man sogar die Grenzstation, glaube ich, in Texas oder so sehen. Oder konnte man hinfahren sogar? Kann sein, ich weiß nicht mehr viel vom ersten Teil. Ja, wie gesagt, die habe ich halt entdeckt mal. Da kommst du halt irgendwann nicht weiter. Da kamst du halt nicht weiter, weil es dann abgesperrt war, leider. Aber ich konnte Mexiko sehen. Die haben ja sogar den Erfolg mit reingepackt, flieg bis zum Ende oder fahr bis zum Ende der Welt oder irgendwie sowas. Habe ich gemacht von Miami aus einfach mal runter nach in die Karibik runter. Ah, okay, wir sind nach links geflogen. Ja, kannst ja hinfliegen, wo du willst. Hauptsache, du erreichst den Maprand. Ja, genau. Wenn du zurückgesetzt wirst, hast du das Ding fertig. Ja, wir wurden nicht zurückgesetzt, aber irgendwann plöppte der Erfolg auf und dann konntest du erstmal wieder 10 Minuten zurückfliegen. Ja gut, ich habe die ganzen Benachrichtigungen bei mir ausgemacht, nachdem jemand dachte in einem Livestream, er muss mich zuspammen mit irgendwelchen Bildern auf PlayStation. Ja. Grüße gehen raus an den Lautschmer, du alter Penetrator, du. Nur wegen dir. Ja, deswegen sehe ich immer nie, ob ich in dem Spiel einen Erfolg habe oder nicht. Ah, okay. Okay. Ich war auch so enttäuscht, als ich mir den Regera geliehen habe und dann musste er, glaube ich, 2 Meilen oder 2 Kilometer fahren. Ja. Und wie habe ich es, glaube ich, sogar 2-mal gemacht, aus Vorsicht, weil du kannst ja bloß mit einer Minute oder so mit dem Auto fahren. Mhm. Dann habe ich nachgeschaut, ich habe den Erfolg ja schon. Stimmt, ich habe bloß keine Benachrichtigungen an. Also mir fehlen eigentlich nur noch die 40 Fotos, dann die normalen Herausforderungen und das war's. Also dann habe ich alle. Ja gut, mir fehlen halt noch ein paar Rennen und so, aber ich mache es halt immer so Stück für Stück durch. Ja, ja gut, ich habe das Spiel direkt durchgeprügelt bis zum Anschlag. Es ist auch nicht so fordernd, sage ich mal, oder nicht so komplex. Ne, das stimmt. wenn man sich einmal die Perks so durchgelesen hat, ein bisschen Verständnis dafür hat, versteht man jeden Perk auch direkt. Das hat man ja bei anderen Spielen jetzt nicht, wo Eigenschaften auf die Sachen sind. Dann muss man doch mal hier und da nochmal durchlesen, wie welcher Perk zusammenhängt. Ne? Mhm. Aber das hatte ich bei The Crew gar nicht. Ja gut, mein Hauptperk in den Kulträngen ist eben der Follower-Perk. Ja, der ist einfach die Ränge schnell Geld hochstelle. Und Follower ist das Wichtigste. Ja, Geld kommt noch. Erstmal muss ich irgendwie die Follower so gefühlt auf 10% bringen und dann geht da schon. Also ich habe sogar das auf Bauteil gehabt, beides in einem. Habe ich auch hier und da mal gehabt, ja. Ich finde es auch gut, dass du für die einzelnen Kategorien, also zum Beispiel Driftrennen, Air Races oder sonstiges halt auch noch Perks geben kannst. Ja. Ist schon ganz cool. Ja, man hat ja im Prinzip die ganzen Perks, die bei dem Fahrer sind, hat man ja eigentlich auf der Bauteile auch. Mhm. Ist eigentlich nur doppelt gemoppelt im Prinzip. Das ist doch gut. Ja, da weißt du, was das überhaupt erstmal alles gibt. Ne? Mhm. Ich habe am Anfang immer gedacht, was sind diese Symbole da bei den Bauteilen? Ach egal, bau einen ist besser. Irgendwann habe ich entdeckt, oh, da gibt es ja einen Knopf, der heißt Details anzeigen. Drückst du mal drauf. Das sagt er. Ich mache 1 Punkt mehr als sonst beim Driften. Juhu. Also die Perks können sie meiner Meinung nach ein bisschen stärker machen. Statt 0,6%, 5%. Ja, oder 1% Schritte. Ja, oder zumindest so. Dann hast du halt, wenn du 10 zu Perks eingesetzt hast, hast 10%. Ja. Oder sie begrenzen es auf 5 zum Beispiel. 10% ist dann auch schon wieder sehr mächtig, wenn du gut bist. Ja gut, aber irgendwie muss er ja Kultrang 600 erreichen, weil dann gibt es ja den Ferrari, ne? Ja gut, zum Glück sind ja diese Fan-Dinger nicht begrenzt. Nee. Da kannst du ja reinprügeln, was du willst. Ja, man will ja trotzdem irgendwie jeden Perk auf 25 haben, außer die unendlichen halt, ne? Ist ja klar. Ja, da muss man auf jeden Fall das eine oder andere Level schon machen, das stimmt. Ja, gut. Aber das sehen wir dann, was Ubisoft und Ivory Tower machen. Ich hoffe natürlich zum Beispiel, dass Ivory Tower sich an ihre alten Test Drive Unlimited Zeiten zurückerinnern und vielleicht noch mehr Hauptquartiere einbauen. Einfach so.
Das wäre geil. Dass ich nochmal irgendwo bei Salt Lake City neben der Skisprungschanze eine Hütte habe oder in New York nochmal. Weil vor New York, wenn du von Miami nach New York fliegst, hast du kurz vor New York so eine kleine Insel, die schaut aus wie so ein Gebäude, so ein Hauptquartiergebäude von dir. Okay. Aber da kannst du nichts machen. Ja, das ist schade. Also du kannst hinfahren, aber du kannst da nichts machen. Es schaut halt wirklich so aus, als hätten die da geplant, ein Hauptquartier hinzubauen. Vielleicht kommt der noch. Oder das war einfach mal eine von 5 Locations oder so, die sie sich ausgesucht haben. Also ich denke mal, dass sie das auf Dauer machen werden, weil ich habe ja, du hast ja einmal unten und einmal links das Haus. Mhm. Und zumindest für die Vorbesteller. Ja, genau. Und in der Mitte und rechts fehlt was. Wobei wenn die Leute, die es normal kaufen, also der Flo hier auf dem Kanal, der hat die normale Variante, der hat das Los Angeles Haus auch. Ah. Ja, also ich glaube, das okay. haben, ich vermute mal, dass es alle haben. Ja, ein paar Abonnenten haben nämlich nur ein Haus. Die fragt mich nämlich alle. Okay, vielleicht ist es auch ein Fehler vom Spiel. An sich ist es ja fast egal, weil du kannst dich ja überall hin teleportieren. Ja, also, daher ja das stimmt. Das, also, weil das wär's, du bist in Miami und musst in San Francisco driften. Und dann musst du erst mal 5 Stunden hinfahren. Ja, nee, dann würde ich das Spiel, glaube ich, heute gar nicht mehr spielen. Nee, da müsste dann zu viel auf dem Weg sein. Ja, da wäre die Map auch wesentlich kleiner ausgefallen, denke ich mal. Ja, ich finde es ja schön. Ich glaube, The Crew 2 hat somit eine der größten Maps von aktuellen Spielen. Boah, würde ich jetzt zumindest erstmal behaupten, das stimmt. Ich glaube, nur Skyrim 2 oder Morrowind. Ich glaube, Skyrim 2 hat eine deutlich größere Map. Weil da ja, alles und Zufall Skyrim 1 sogar auch. Ja, weil da alles zufallbasiert ist und ja, die haben halt 1:1 im Maße. Soweit ja, ich weiß. Das stimmt. Aber die letzten Tage noch, ich glaube, die Entwicklung von Bethesda habe ich gesehen und da haben sie dann auch gesagt, ist immer noch weltweit die größte Spielmap, aber weil immer zufällig. Und die wurde bis heute noch nicht komplett entdeckt. Ja. Das Spiel ist halt auch schon über 20 Jahre alt, aber gut. Ja, da war ich ein kleiner Bube. Ja. Ja. So, jetzt noch ein abschließendes Fazit, bevor wir das hier beenden, weil wir haben, glaube ich, so an sich jetzt einmal alles grob besprochen. Ja, doch. Was bei ja, The Crew doch. 2 gibt. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, wie gesagt, beim Aceton gibt es Tipps und Tricks-Videos. Und bei mir gibt es ein Let's Play dazu. Wird auch noch ein paar tausend Jahre laufen. Je nachdem, was das Spiel noch hergibt. Ja, ich denke mal durch das eine oder andere Update. Hoffe ich mal, ja. Ja. Bevor es dann in 4 Jahren wieder The Crew 3 kommt. Wobei ich nichts dagegen hätte. Ich fand den Zeitraum sogar angenehm. Da konnten die an ihrem Fehler aus dem ersten Teil arbeiten. Das tat den echt gut, muss ich sagen. Ja. So. Mein Freund, hast du noch ein paar letzte Worte, bevor ich auf Aufnahmestopp drücke? Eigentlich nicht, wenn ich ehrlich bin. Sogar. Eigentlich nicht. Nee. Ja, dann. Außer erstmal vielen Dank fürs Interview. Ja, bitteschön. Nachdem Sie angefragt haben. Nee, sonst hätte ich eigentlich nichts mehr. Also, ja, dann. Das wurde eigentlich alles gesagt. Ja, dann zitiere ich den großartigen Jens Maul aus Traumschiff Surprise. Zum Abschied sage ich leise Scheiße. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Servus.